Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Zu diesem YouTube-Video, in welchem ich euch Windows 8 bzw. die drei verschiedenen Varianten von Windows 8 zeigen möchte. Nämlich die normale Variante auf einem klassischen Desktop- oder Laptop-PC. Dann Windows RT in Form des auf dem Tablet hier. Und dann natürlich Windows Phone 8 auf dem Smartphone. Ich möchte euch mal ein bisschen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen. Das Unified GUI, also die gleiche Benutzeroberfläche, welche Microsoft ja sehr stark zu pushen versucht, dass sie sagen, hey, wenn du Windows 8 benutzt, ist das quasi das Gleiche, ob du das auf einem Tablet, Smartphone oder eben auf dem PC machst. Und ich zeige euch mal, ob das stimmt und in welcher Form das stimmt. In diesem Fall hier habe ich drei Geräte vor mir, nämlich auf der einen Seite das Surface Tablet, also das erste Microsoft eigene Tablet, welches sie ja vor einer Woche rausgebracht haben, wo es ja noch ein eigenes Video von mir dazu gibt. Dann haben wir hier ein Smartphone. In diesem Fall ist es das HTC 8X, das erste im Handel erhältliche Windows Phone 8 Smartphone, ein Top-Smartphone von HTC. Im Moment wird ja vor allem über das Lumia 920 gesprochen, aber auch dieses Gerät hier von HTC ist ganz klar eines der führenden Windows Phone 8 Smartphones, sehr ein cooles Gerät. Ja, und dann natürlich das klassische Notebook. In diesem Fall ist es mein Business, mein Geschäftsnotebook, welches ich brauche, wenn ich mit Windows arbeite, nämlich in Form eines HP EliteBook 2170p. Dieses Gerät ist ein ganz neues Core i7, 8 GB RAM, 256 GB SSD, ist schön klein, 11,5 Zoll, 1366er Auflösung, also ein ganz cooles, typisches Business Notebook, welches auch hier unten einen Dockingstationsanschluss hat und so weiter. Also das ist so ein klassisches Business Notebook. So, also, jetzt wollen wir uns das mal anschauen. Als erstes melde ich mich hier mal an und ihr seht vielleicht gleich, wenn wir das mal als erstes angucken hier, während ich hier auf dem Windows-Tablet mich natürlich mit meinem Microsoft-Account, der hieß ja früher Live-Account, anmelde, kann ich das hier auch machen, aber ich habe natürlich hier noch einen Domänen-Account. Das heißt, dieses Notebook hier ist in der Windows-Domäne meines Arbeitgebers integriert. Drum melde ich mich so an und nicht unbedingt direkt mit meiner Live-ID, so wie das früher hieß. Spielt aber keine Rolle, weil man kann seinen Microsoft-Account absolut problemlos mit dem Microsoft-Account verlinken. Das heißt, man kann dann die Apps, die man gekauft hat, da kann man die dann da auch brauchen und so weiter. Also, ich melde mich jetzt mal an. Das mache ich natürlich hier off the record. Sollte nicht mein Passwort sehen, das ich da brauche, mein 42-stelliges. So, also jetzt melden wir uns da mal an. Schon glatt nicht geklappt. So, also, der meldet sich jetzt hier mal ans Windows 8. Ist übrigens ein Windows 8 Professional, welches da drauf läuft. Klar, wenn man es im Geschäft hat, wird das wahrscheinlich normalerweise der Fall sein, dass man da Windows 8 Professional hat. Oder sogar Enterprise. Diese zwei Varianten, die es ja gibt von Windows 8 für den professionellen Nutzer. Und ihr seht schon mal gleich, schiebt das mal ein bisschen rüber. Das bootet jetzt als erstes mal in die Metro-Oberfläche. Man möge mir verzeihen, ich sage es in jedem Video, ich weiß, dass es nicht mehr Metro heißt. Es heißt jetzt irgendwie Windows 8 New Design oder Windows Design oder irgend so ein Quatsch. Spielt keine Rolle. Ich finde Metro-Design eigentlich ganz clever, weil das hat eigentlich dieses Kacheldesign relativ gut umschrieben. Und ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, darum sage ich dem jetzt einfach so. So, also ihr seht jetzt mal auf den ersten Blick, dass das schon relativ ähnlich aussieht. Die Programme jedenfalls sind mehr oder weniger die gleichen. Wenn ihr danach rüberklickt, ihr habt hier Metro Twit, Skype, wir haben hier Metro Twit, hat übrigens kein Touchscreen, das heißt, man muss da noch so ein bisschen rumswitchen. Also, ihr seht das so. Ja, da habe ich natürlich dann hier auf diesem Notebook habe ich natürlich die ganze Office Suite drauf, schon Office 2013. Aber auch sonst eben, wie gesagt, da ist Metro Twit ist hier auch drauf, wie ihr seht, SkyDrive, IM Plus und so weiter. Ich gebe zu, Skype, Chrome, der Chrome-Browser in der Metro-Design-Variante, der ist hier natürlich auch drauf. Und ich gebe zu,
Da ich dieses Notebook natürlich vor allem im Business brauche, arbeite ich meistens in diesem Screen, nämlich schlicht und ergreifend im Desktop-Mode. Ich habe schon einiges über Windows 8 erzählt, sei es im Geek Week Podcast auf meiner Seite eifrig.ch oder anderswo. Und es ist ja so, dass dieses Hin und Her der zwei Bedienphilosophien, also auf der einen Seite hier der Desktop, der wirklich klassisch ist, der sieht mehr oder weniger aus wie bei Windows 7. Und dann eben halt das andere, also sprich das Metro-Design, dieses Hin und Her, das kann zum Teil recht ermüdend sein, macht auch nicht immer Sinn. Wobei ich schon sagen muss, ich habe mich inzwischen schon recht gut dran gewöhnt. Es gibt gewisse Apps, zum Beispiel Twitter, da fehlt mir einfach auf schon bei Windows 7 das Problem. Ich kenne keine richtig coolen Twitter-Apps unter Windows. Hingegen hier im Metro-Design, zum Beispiel dieser Metro-Twit hier, das finde ich einen ganz coolen Twitter-Client. Also der ist eigentlich ganz gut brauchbar und der läuft dann natürlich in diesem Design, wohingegen alle anderen Programme, auch die Programme, die ich geschäftlich brauche, Music Master und so weiter, mit denen ich mich den ganzen Tag dann beschäftige, die laufen natürlich hier in diesem Windows Desktop oder eben auch Outlook oder eben auch Visio, OneNote und wie sie alle heißen. Ja, und wenn wir das mal so ein bisschen zur Seite schieben, ich switche wieder zurück in den Metro-Mode, dann haben wir ja hier letztendlich ein ganz ähnliches Phänomen. So, nur haben wir eben hier ein Touchscreen, das ist natürlich deutlich praktischer, das ist ganz klar. Also dieses Design hier ist halt schon dafür gemacht, dass man es mit dem Touchscreen bedient, das merkt man auch. Zum Beispiel, wenn ihr ein Programm öffnet und das dann wieder schließen wollt im Metro-Design und das spielt keine Rolle, ob es hier im Notebook ist oder hier vorne im Tablet, dann macht ihr das, indem ihr von oben nach unten switcht. So, zack, jetzt ist diese App geschlossen. Kann man natürlich hier auch machen, ich zeige euch das mal kurz. Das geht schon auch. Ich mache genau den gleichen auf, nämlich diesen Metro-Twit hier. Also den Twitter-Client. So, der ist jetzt hier auf. Lädt jetzt mal kurz meine Timeline. Und wenn ich den jetzt schließen will, wenn ich nämlich hier einfach auf Windows gehe und zurück switche, dann läuft der natürlich im Hintergrund noch weiter. Spielt jetzt bei so einem Notebook, das wirklich genug Power hat, nicht so eine Rolle. Aber letztendlich braucht es da hinten noch weiterhin Power. Holt sich auch ständig die neuen Tweets und dergleichen. Wenn ich das schließen will, seht ihr, ich kann hier hochgehen. Darunter, zack. Also ihr seht, das ist genau das gleiche, wie ich das hier auf dem Tablet gemacht habe. Aber zugegebenermaßen, auf dem Tablet ist es natürlich viel praktischer. Ich öffne hier die SkyDrive-App zum Beispiel mal als Beispiel. So, ihr seht, da ist nicht viel drin. Wenn ich die eben schließen will, mache ich einfach von oben nach unten, zack, dann ist es zu. Also da merkt man schon, diese Oberfläche hier ist natürlich ganz klar für Touchscreens optimiert. Man kann ein bisschen was mit dem Mauspad machen, mit dem Touchpad hier, aber es ist natürlich nicht ganz gleich clever. Aber es ist ja so, wenn ich hier das bekannte Windows D drücke, komme ich auch beim Tablet in diesen Desktop-Mode. Und es ist ja nicht so, dass der Desktop quasi nicht vorhanden wäre. Ich kann hier den Explorer öffnen, ganz gewöhnlich. Ich kann hier sogar rechte Maustaste drauf machen. Ich muss einfach lange draufbleiben. Sekunde noch, so. Zack, seht ihr hier? Rechte Maustaste, Properties und dann zeigt er mir hier an, was wir da haben, Nvidia TK3 Quad-Core CPU kennen wir, 2 GB RAM, 32-Bit Operation System, eben dieses Windows RT, ihr seht es hier. Das ist quasi diese Spezialversion von Windows 8 für Tablets, welche zwar den Desktop hat, aber keine Desktop-Apps ausführen kann. Und wenn ich das gleiche hier mache, ja, hier ist es natürlich massiv praktischer. Ich habe hier den Computer mir hingezogen, rechte Maustaste, Properties, ist bei mir immer alles auf Englisch. Und dann seht ihr hier, haben wir hier das gleiche wieder. Und da sehen wir da Windows 8, wir sehen hier zum Beispiel Intel Core i7, 2 GHz, den ich drin habe, 8 GB RAM, 64-Bit Operating System und so weiter. Also da seht ihr dann quasi die Details des PCs. Und der Modus hier, der Desktop-Mode, ist natürlich massiv einfacher zu bedienen mit einem Touchpad oder einer Maus. Aber man muss auch sagen, man könnte, wenn man das möchte, hier beim Windows RT Tablet hat es ja auf der Seite einen USB-Anschluss und da kann ich auch eine Maus anschließen. Und dann habe ich natürlich all das, was ich hier im Moment mit dem Touch-Cover, habe ich ja da unten auch, ihr seht hier ein Maus-Pfeil, also das habe ich ja auch. Also das heißt, ich kann natürlich hier genauso, wenn ich da was machen will, rechte Maustaste drücken und dann bin ich hier auch wieder auf Properties und dann geht die auf und zeigt es mir an, wie viel schon belegt ist und so weiter. Also ihr seht, das geht schon alles. Also das ist grundsätzlich auch kein Problem, wenn man dieses Touchcover hat, was ich absolut empfehle. Ansonsten macht das nicht so wirklich Spaß mit diesem Tablet. Außer man bewegt sich eben nur hier im Metro-Design, dann ist es ein bisschen was anderes.
So, auf Skype noch, mache ich gleich wieder zu. Zack, also ihr seht, das ist alles ganz schnell und fluppig. So, ich tue die mal nach hinten und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze denn bei Windows Phone 8 aussieht, weil da könnt ihr euch ja wahrscheinlich denken, da ist es nicht ganz so easy. So, also wir machen hier mal auf. Vielleicht gleich als erstes, auch hier habe ich mich natürlich mit meinem Microsoft-Account angemeldet, genau gleich wie da. Und hier habe ich den Microsoft-Account mit meinem Domain-Account verknüpft. Das heißt, grundsätzlich habe ich die gleichen Daten zur Verfügung. Das heißt, im Internet Explorer die gleichen Favoriten. Das heißt, das SkyDrive wird genau gleich aufgerufen. Das heißt, in der Mail-Applikation habe ich schon mal die Standard-Mail drin, die Microsoft gibt. Dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, sowohl hier, das ist dann diese Mail-Applikation da, die Metro-Mail, ich sage dir mal so, weil Outlook gibt es da drauf nicht. Da habe ich dann quasi mein Metro-Mail, das kann ich aber auch, ihr seht da unten Swiss Media Partners, das ist mein Arbeitgeber, also da kann ich auch hin. Und hier auf dem klassischen Desktop habe ich natürlich ganz einfach Outlook, wie wir das kennen. Ich bin ein großer Fan von Outlook, das muss ich ganz klar sagen. Zusammen mit Exchange Server ist es meiner Meinung nach immer noch die beste Möglichkeit, sich zu vernetzen, weit über Mail heraus, also nicht nur Mail, sondern eben auch andere Dinge. Ja, und da habe ich dann hier eben mein Outlook. Das kennt ihr ja, das ist jetzt die 2013er Version, aber grundsätzlich von der Funktionalität her sehr ähnlich. Ja, und hier habe ich halt dann entsprechend das Mail-Programm, wo ich das auch machen kann. Da habe ich auch verschiedene Posteingänge, die ich zusammenfassen kann. Das geht schon mal auch. Ja, und dann, wenn wir dann mal zurückswitchen hier aufs Metro-Design, ich glaube, dann fällt es uns am meisten auf, das sieht relativ ähnlich aus. Das ist auch ähnlich. Die Idee der Live-Kacheln, die hat Microsoft ja schon mit Windows Phone 7 vor 2 Jahren eingeführt, also mit Windows Phone 7. Das heißt, wir haben hier verschiedene Funktionen, wir haben Apps, welche eigentlich Informationen anzeigen über diese Kacheln, zum Beispiel die Kontakt-App, die es ja hier auch gibt. Mal kurz gucken, ob ich die nicht sogar, vielleicht habe ich mir die schon wegkonfiguriert. Das kann man sich ja alles konfigurieren, wie groß und wo man die haben möchte. Hier habe ich sie zum Beispiel, also da seht ihr, da haben wir eine Kontakt-App, die ich öffnen kann und hier haben wir eine Kontakt-App, die ich öffnen kann. Und grundsätzlich sind das dann ganz genau die gleichen, sind das dann auch die gleichen Inhalte, die wir da haben. Und eben auch, ich kann hier natürlich Neuigkeiten gucken. Das ist das gleiche wie hier drüben, Benachrichtigungen. Ich klicke da mal drauf und dann seht ihr quasi Twitter, Facebook, was eure Leute da so schreiben, ohne dass ihr eigentlich gleich eine Twitter- oder eine Facebook-App braucht. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass man das quasi direkt kann und so wird es einem eben dann auch angezeigt. Genau das gleiche bei den Fotos hier. Also die Foto-App, die wir bei Windows Phone 8, das war bei Windows Phone 7 schon ähnlich drin haben, die holt euch natürlich grundsätzlich mal alle eure Fotos. Erstens die, die ihr selber gemacht habt, aber dann eben vor allem auch die zum Beispiel aus Facebook, eure Bilderbibliografie, was ihr so auf SkyDrive drauf habt, aber eben auch, was eure Freunde tun, wenn ihr das so einstellt. Also dann seht ihr eigentlich dann, was quasi eure Leute rundherum so posten. Das ist hier genau das Gleiche. Da seht ihr zuerst mal hier bei Neuigkeiten, seht ihr, wer da was gepostet hat, immer in Bezug auf Fotos. Und das ist eigentlich ganz spannend. Das ist eigentlich das in dem Sinn Neue bei Windows, das Windows Phone 7 damals schon gebracht hat. Und das ist jetzt natürlich hier bei Windows 8 genau das Gleiche. Also in der Metro-Oberfläche, in diesem Microsoft New Design, habt ihr eben diese Live-Tiles. Da seht ihr es auch. Hier seht ihr es auch. Die sich ständig bewegen. Kann man übrigens deaktivieren, kann man konfigurieren, dass man das nicht möchte. Dann ist einfach so ein statisches Bild, wie zum Beispiel hier. Aber wenn die Applikation das unterstützt, dann kann man eben da zum Beispiel einstellen, dass man Neuigkeiten direkt angezeigt bekommt, ohne dass man zusätzlich eine App öffnen muss. Und auch, ich sag mal, auf dem Smartphone macht das meines Erachtens nach am meisten Sinn, weil ja, ist halt ganz praktisch, wenn ich hier bei AccuWeather zum Beispiel, ist so eine App, die zeigt mir jetzt gleich das Wetter an. Also ihr seht, es regnet im Moment, es schifft, könnte man sagen, seit 2 Tagen hier. Bern 11 Grad, minimal 6 Grad, im Moment ist es gerade 10 Grad. Also da seht ihr eigentlich gleich mal so einen Überblick, ohne dass ihr die App öffnen müsst. Wenn ihr dann die App selber öffnet, ja, dann wird euch natürlich dann noch genauere Wetterinformationen geladen. Klarer Fall, da seht ihr dann hier, wie es weitergehen soll morgen und so weiter. Also, aber grundsätzlich werden diese Live-Tiles hier quasi aktualisiert. Und das ist genau das Gleiche hier bei Windows RT und das ist bei Windows 8 genau das Gleiche, wenn man sich eben in diesem New Design oder in diesem Metro Design, wie es früher hieß, bewegt, da hat man das auch.
Im klassischen Desktop habe ich das natürlich nicht, das ist klar. Also der Desktop, der ist eigentlich sozusagen unverändert. Falls ihr ganz genau hinschaut, werdet ihr feststellen, dass ich hier bei Windows, bei meinem Windows 8 Notebook, habe ich hier trotzdem ein Startmenü. Es gibt ja, das Startmenü ist ja offiziell nicht mehr dabei. Also der Desktop-Mode von Windows 8, der kommt ohne Startmenü daher. Und ja, ich gebe es zu, in den ersten Tagen ist das wahnsinnig verwirrlich. Man weiß nicht mehr, wo man die Sachen findet, weil wenn man auf Start drückt oder auf Ausführen, all diese bekannten Shortcuts, die man früher hatte, oder Suchen, dann springt da immer automatisch in den Metro-Mode und man muss dann hier suchen und alles hervorholen. Und um mir das am Anfang ein bisschen zu erleichtern, habe ich mir eines der zahlreichen Tools, Freeware-Tools, die es da gibt, die wieder so ein Startmenü nachbauen, geholt. Und bin sehr, sehr zufrieden damit. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, braucht kaum Power, aber hat die gleiche Funktionalität, beziehungsweise sogar ein bisschen eine weitergehende Funktionalität. Wenn es um zwei Screens geht zum Beispiel, ich habe dieses Notebook hier im Büro in der Dockingstation und daneben dann noch einen 19 Zoll Bildschirm, wo man dann, oder sogar einen 22 Zoll, wo man dann einen zweiten Screen hat. Und da kann man zum Beispiel dann einstellen, dass man auf dem einen Screen das Metro-Design hat, das, und auf dem anderen den klassischen Desktop, und die Programme starten dann auch entsprechend dort und so. Also da kann man dann ein paar ganz coole Sachen machen. Man kann auch sagen, dass man auf beiden trotzdem das Startmenü haben möchte und so weiter. Also wie gesagt, das ist ja gerade am Anfang ist das sehr praktisch, weil man sich dann nämlich keinen Wolf suchen muss, wo denn die liebgewonnenen Einstellungen, wo denn die Systemeinstellungen und so weiter, wo denn die alle zu finden sind. Drum habe ich mir hier so ein Start, eine Startmenü-App heruntergeladen und installiert, damit ich das trotzdem immer noch habe. Wenn euch interessiert, wie sich das Ganze nennt, dann muss ich mal kurz gucken, wo ich das einstellen kann. Blablabla. Taskbar und Startmenü, ich glaube hier. Taskbar, nee, das ist immer noch das, das ist quasi von Windows nachgebaut. Ich schreibe es euch nachher in die Kommentare unten rein, okay? Weil ich weiß es. Classic Startmenü, genau so heißt das Ding. Classic Start Menü 3.6.2, die aktuelle Version. Da könnt ihr wahnsinnig viel einstellen. Ihr seht das hier, also da kann man wirklich ganz, ganz, ganz viel konfigurieren, wie man das gerne haben möchte. Geht weit über die Features, die Windows 7, die Windows 7 einfach so hatte, heraus. Man kann da viel mehr damit machen. Und es hilft euch, den Desktop-Mode von Windows 8 eigentlich so zu brauchen, wie ihr euch es gewöhnt seid. Weil es reicht schon, wenn wir dieses Ding hier haben und zwischendurch mal hier drauf was machen. Das ist schon neu genug. Die Einstellungen sind auch alle ziemlich neu. Also von dem her seid ihr eigentlich ganz froh, wenn ihr euch noch zwischendurch mal ins Alte, in den alten, in Anführungszeichen, Desktop flüchten könnt. Und das habe ich eben gemacht. Ganz, ist noch ein Link hier mit eben diesem Classic Start Menü. Das ist übrigens eine Freeware, die könnt ihr euch runterladen, installieren, läuft perfekt, macht keine Fehler und nix. Also kann ich euch sehr empfehlen. Ja, solche Möglichkeiten haben wir hier natürlich nicht. Weil, vielleicht mal ganz kurz zu den Unterschieden, Windows RT, welches hier drauf läuft, hat eigentlich als Hauptunterschied, der Desktop ist zwar vorhanden, da läuft dann zum Beispiel das Office. Wir haben hier drauf eine Office-Version, eine Preview noch von 2013, Home and Student Edition ist da vorinstalliert. Ich gehe davon aus, die wird in den nächsten Tagen auf die Final-Version upgedatet, weil die finale Version habe ich da nämlich schon drauf. Wenn ich da zum Beispiel mal das Word öffne, das kann ich auch über die Metro-Oberfläche, aber er springt dann natürlich zurück, damit wir vergleichen können. So, springt dann natürlich zurück in den Desktop-Mode. So, und ihr seht, jetzt sind wir da eigentlich genau gleich weit und ihr seht, das ist genau das Gleiche. Wenn ich das jetzt hier öffne und das hier öffne, dann sind wir eigentlich, dann werdet ihr sehen, ja, wir sind hier eigentlich mehr oder weniger am gleichen, ist die gleiche Software drauf. Und das läuft zum Beispiel eben in diesem Desktop-Mode von Windows RT. Aber ihr müsst wissen, es gibt ansonsten, ihr könnt nicht irgendwelche Programme hier ausführen. Das heißt, Programme installieren auf einem Surface-Tablet oder überhaupt auf einem Windows RT-Tablet, das geht nur über den Windows Store, den wir hier finden. Also diesen Windows Store, den es ja bei Windows 8 jetzt eben auch gibt, der ist nämlich da. Also ihr seht, da haben wir dann gleich den Store. Tada. Und hier auf diesem Tablet, welches ja hier zugegebenermaßen mit dem Touchcover ein bisschen aussieht wie ein Notebook, auf diesem Tablet könnt ihr nur Programme installieren, die hier in diesem Windows Store sind. Im Moment ungefähr 12.000.
ist noch recht überschaubar, das Ganze. Sehr viele bekannte Programme, angefangen von Dropbox und Schieß mich tot, gibt es im Moment alle noch nicht. Ist hier auf dem klassischen Notebook für mich überhaupt kein Problem, weil ich kann mir ja alles installieren. Hier auf dem Desktop, da laufen praktisch alle Programme, die unter Windows 7 liefen, laufen auch da drauf. Hier beim Surface Tablet geht das natürlich nicht. Also da könnt ihr wirklich nur Programme installieren, die ihr hier in diesem Windows Store findet. Das ist mal die erste Einschränkung. Die zweite Einschränkung ist, Windows 8 könnt ihr natürlich logisch, wenn ihr die Professional-Variante habt, könnt ihr das natürlich in ein Domänennetzwerk einbinden, wie ich das hier mit diesem kleinen Notebook gemacht habe. Könnt ihr hier auch nicht machen. Das heißt, das ist immer Standalone. Ihr könnt natürlich auf gewisse Ressourcen eurer Firma, auf Firmenserver, wenn ihr das dürft, zugreifen. Aber grundsätzlich, ihr könnt dieses Gerät nicht in eine Windows-Domäne einbinden, was hier natürlich geht. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr warten bis Anfang nächsten Jahres, Anfang 2013, Januar oder Februar, dann die Professional-Variante von diesen Surface-Tablets, die Surface Pro, kommt. Das hat dann ein normales Windows 8 Professional drauf, also eigentlich das gleiche wie hier, wo dann auch sämtliche Desktop-Apps drauf laufen. Wobei, ich habe es schon im Video zum Surface-Tablet gesagt, das macht meines Erachtens nicht so wahnsinnig viel Sinn, weil, der Touchscreen hier, der ist einfach wirklich praktisch und cool. Aber wenn ihr da normale Programme startet und das dann mit dem Finger versucht zu bedienen, das macht nicht wirklich Spaß. Also die Programme müssen ja auch angepasst werden an die Bedienung mit einem Touchscreen. Hier ist das kein Problem, weil da, wie gesagt, habe ich eine Maus dran oder dieses Trackpad. Hier habe ich das auch, aber es ist letztendlich in meinen Augen nicht unbedingt der Sinn eines Tablets. Aber okay, da könnten wir jetzt drüber streiten, wollen wir nicht tun. Ja, und hier, da müssen wir nicht drüber diskutieren, da laufen natürlich keine Windows-Programme drauf, sondern da laufen nur Programme drauf, die man hier auch in diesem Windows Phone Store drin hat. Da sind es inzwischen schon ein bisschen über 100.000, ich glaube 120.000. Wir machen es mal überall auf, da können wir das so ein bisschen vergleichen, wie das da aussieht. So, also ihr seht, das sieht überall ein bisschen ähnlich aus. Wir sehen hier im Hintergrund zum Beispiel gleich mal Angry Birds, Werbung für Angry Birds, hier Angry Birds Star Wars, hier auch, also das ist schon mal überall vorhanden. Könnten wir schon mal Angry Birds spielen auf allen drei Geräten, das wäre schon mal genau das gleiche. Aber sonst, wie gesagt, hier haben wir ungefähr 110.000 Apps im Moment, das steigt auch relativ stark an. Aber hat immer noch so die eine oder andere App. Ich komme wieder mit Dropbox oder Spotify oder Sonos oder. Also ich bin schon über viele Apps gestolpert, die mir fehlen hier drauf. Das ist im Moment noch so ein bisschen ein Nachteil von Windows Phone 8. Ich hoffe, das wird sich ändern. Ich hoffe, dass viele Apps bald möglichst im Store landen. Ja, okay, soweit dazu. Also ihr seht, das Look and Feel rein der Metro-Oberfläche ist tatsächlich sehr ähnlich bei diesen drei Geräten. Ihr könnt Daten austauschen, logischerweise relativ einfach, zum Beispiel über SkyDrive, wenn ihr euch mit eurem Windows-Account anmeldet oder den Windows-Account mit eurem Domänen-Account vom wo ihr arbeitet. Wenn ihr das verlinkt zusammen, dann könnt ihr via SkyDrive zum Beispiel alle eure Daten sharen. Auch Einstellungen lassen sich so hin und her austauschen. Das ist mal eine Möglichkeit. Hier auf dem klassischen Laptop habt ihr natürlich am meisten Möglichkeiten. Ich habe hier eine Dropbox drauf. Die seht ihr, die dreht da unten. Ich habe logischerweise Google Drive drauf. Ich habe SkyDrive drauf. Ich habe verschiedene Browser drauf. Ich habe hier den Chrome. Das ist mein Standard, alles All-in-One-Browser, den ich immer wieder brauche. Den habe ich hier natürlich auch drauf. Das ist mal der Punkt. Hier ist im Moment einfach der Internet Explorer drauf. Internet Explorer 10. Das ist grundsätzlich die gleiche Variante, die wir hier auch haben. Ich kann die mal öffnen. Beziehungsweise, um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, also jetzt gehe ich da mal hoch, da von oben mal runterziehen, da sieht man da die verschiedenen Tabs, habe ich eine Software gekauft, Skype, und dann sind wir hier wieder auf eifrig. Mal Reload machen, habe ich ein bisschen was geschrieben inzwischen. Ihr habt beim klassischen Windows 8, habt ihr, wenn ihr wollt, beziehungsweise ihr habt das out of the box, immer zwei Versionen des Browsers drauf, nämlich ihr habt hier einen Internet Explorer. Wenn er schon offen ist, dann switcht er nur in den. Wenn er aber zu ist und ihr das hier öffnet, dann, nee, jetzt startet er auch den. Okay. Aber ihr habt zum Beispiel noch, ich kann euch das mal anhand des Google Chrome, nee, da macht er jetzt den auf.
Okay, also jetzt habe ich natürlich hier im Desktop-Mode das schon gestartet, aber es gibt eigentlich zum Beispiel hier vom Internet Explorer gibt es zwei Versionen, nämlich die klassische, der Internet Explorer 10. Der läuft hier drauf, den haben wir vorhin aufgemacht, mit allen Tabs, mit Plugins, mit Erweiterungen, schieß mich tot. Und aber ihr habt auch eine Metro-Variante des Ganzen hier drin versteckt, welche dann eben hier auf diesem Touch-Based, ich sag dir mal so, in dieser Metro-Dings läuft. Und der sieht dann erstens ziemlich anders aus und zweitens hat er auch keine Plugins, kein Flash und so weiter. Erinnert dahingehend mehr ein bisschen an einen iPad-Browser. Ist aber auch schön schnell und zackig. Und den habt ihr hier quasi standardmäßig. Also das, was ihr hier seht auf dem Tablet, das ist eben dieser Windows, dieser Quatsch, Internet Explorer 10 in der Metro-Variante, wo ihr da, wenn ihr oben nach unten zieht, könnt ihr die Tabs anschauen quasi. Spiegel oder in diesem Fall hier eifrig. Ja, der läuft wunderbar. Also Pinch to Zoom und alles geht ganz toll hier drauf. Das ist alles super schnell. Geht ganz gut, aber eben wie gesagt, ihr habt da keine, zum Beispiel keine Erweiterungen, die ihr da machen könnt. Also das ist noch wichtig zu wissen, auch beim Chrome. Ich habe den Chrome, ich glaube die Beta 24 habe ich installiert, Version 24. Und die gibt es auch quasi, wenn ihr die installiert, habt ihr dann zwei Varianten unter Windows 8. Das eine ist eben die Metro-Variante, die ein bisschen eingeschränkt ist, aber sehr einfach zu bedienen und auch so für Touch-based. Und die andere ist dann eben die klassische, die ihr hier seht, die ihr euch auch unter Windows 7 natürlich installieren könnt, mit allem drum und dran, mit Erweiterungen, schieß mich tot. Also da habt ihr dann eigentlich alles, was ihr braucht. Ja, das ist noch so ein Punkt, der ist noch relativ wichtig, damit ihr da quasi nicht Verwirrung bekommt hier drauf. Man hat halt immer so ein bisschen zwei Modus oder zwei, ja, fast ein bisschen zwei Computer in einem, nämlich diese Metro-Oberfläche mit speziellen Metro-Apps und dann natürlich die klassische Desktop-Oberfläche, wo alles andere drauf läuft. Und hier habt ihr eigentlich nur die Metro-Oberfläche, weil ihr habt zwar den Desktop, aber den braucht ihr nicht unbedingt so stark, vielleicht wenn ihr ein bisschen Dateimanagement macht, aber sonst ja, braucht ihr das eigentlich nicht, weil man kann ja auch keine speziellen Programme darauf installieren, sondern nur Metro-Apps. Hier stellt sich die Frage natürlich nicht, weil ihr seht, der holt sich hier als zum Beispiel als Hintergrundbild, habe ich eingestellt, immer meine Facebook oder Twitter-Posts, die ich da so, wenn ich zwischendurch mal ein Bild hochlade. Zum Beispiel erinnert mich das daran, dass ich jetzt langsam mal wieder einen Kaffee trinken sollte. Ja, also hier habt ihr natürlich sowieso nur Windows Phone 8 Apps, die drauflaufen, beziehungsweise Windows Phone 7 Apps, die laufen alle auch hier drauf, logischerweise. Also da, ja. Die meisten Apps sind ja noch Windows Phone 7 und nicht Windows Phone 8. Aber die Windows Phone 8 Apps, die haben halt ein paar neue Features, ein paar neue Funktionen. Ich mache noch ein Video dann hier speziell zu diesem Smartphone, wo ich euch Windows Phone 8 zeige und wo ich aber auch vergleiche mit dem Lumia 900, welches noch Windows Phone 7 hat, damit ihr so ein bisschen den Unterschied seht zwischen diesem neuen Windows Phone 8 und dem bisherigen Windows Phone 7. Ist auf den ersten Blick nicht riesig, aber im Hintergrund hat sich einiges getan und natürlich vor allem auf den Kacheln da vorne. Ihr seht das. Da haben wir jetzt verschiedene große Möglichkeiten. Das ist so eine Größe, das ist die andere Größe. Dann gibt es hier die ganz große, breite Größe. Also ihr könnt einstellen, wie ihr das haben möchtet. Das war zum Beispiel vorher bei Windows Phone 7 nicht möglich. Ja, das war ein ganz, ganz kurzer Überblick, um euch zu zeigen, wie diese drei Gerätekategorien, klassische Laptop oder Desktop, dieses neue Windows RT, welches auf Tablets läuft, muss ja nicht unbedingt ein Microsoft-Tablet sein, kann ja auch von Samsung, Acer und wie sie alle heißen sein. Die kommen diese Tage auf den Markt. Und dann eben hier das kleine Smartphone, in dem Fall das HTC 8X, eines der ersten Windows Phone 8 Smartphones. Und ihr seht schon mal, also das Look and Feel ist in der Tat sehr ähnlich. Gewisse Daten lassen sich austauschen. Meiner Meinung nach sind natürlich die zwei hier sehr viel ähnlicher, weil man sich eben auch hier auf dem Tablet eigentlich nur in dieser Metro-Oberfläche bewegt, wohingegen natürlich ich muss wirklich zugeben, auf diesem Laptop, da arbeite ich jetzt seit ungefähr knapp 4 Wochen mit, auch mit Windows 8 gleich. Ja, ich arbeite praktisch immer hier auf dem Desktop und da unterscheidet sich das Arbeiten dann nicht wirklich von Windows 7, wie es vorher die letzten paar Jahre war. Also da merke ich von Windows 8 gar nicht so viel, außer dass das Teil irgendwie in 15 Sekunden aufgestartet ist,
was einerseits an der Klasse Hardware liegt und an der SSD, andererseits aber auch an Windows 8. Windows 8 ist wahnsinnig schnell hochgestartet, also es ist ganz toll. Aber sonst, ja, sonst merke ich nicht so wahnsinnig viel, dass ich jetzt hier eine Windows 8 Kiste habe, weil ich eben meistens hier in diesem Desktop-Mode, den ich mir, wie gesagt, noch mit einem Startmenü verschönert habe. So, wir fahren das mal runter. Arbeite. So, das war einfach mal ein kurzer Überblick, damit ihr mal die drei Kategorien seht. Schreibt doch in die Kommentare, die ich ja neuerdings aktiviert habe. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da unten in die Kommentare schreibt oder das Video sogar liked, wenn es euch gefallen hat. Schreibt rein, was euch noch interessiert, was ihr noch wissen möchtet von diesen drei, vom Smartphone, vom Tablet und vom klassischen PC. Und dann werde ich versuchen, euch Antworten zu geben. Vielleicht mache ich nochmal ein Video speziell auf ein paar Sachen drauf, auf ein paar Themen. Aber das war's mal fürs Erste. Ich bin der Jean-Claude für eifrig.ch. Besten Dank, habt ihr zugeschaut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.